Ich habe heute einen, wie ich meine, guten Kommentar von Walter Hämmerle in der Wiener Zeitung gelesen. Er schreibt dort, ist zum Herrn Graf offenbar auf sehr große Distanz, weil er schreibt, zweifellos ist Martin Graf für ein hohes politisches Amt ungeeignet. Er schreibt auch, Martin Graf als dritter Präsident gereiche der Republik nicht zur Ehre. Er schreibt auch, dass solche Karrieren aber zum immanenten Risiko der repräsentativen Demokratie gehören. So viel, so weit, so gut oder schlecht. Aber er schreibt auch, das ist Hämmerle, er schreibt aber auch, dass allgemeine Regeln möglichst unabhängig von konkreten Personen gestaltet sein sollten, auch und insbesondere in der Demokratie. Und diese zeichnet sich zwar dadurch aus, dass die Mehrheit in der Regel das letzte Wort hat, allerdings sind hiervon gewichtige Ausnahmen vorgesehen. Solche betreffen nicht nur grundlegende Rechte von Individuen und Minderheiten, sondern eben auch die demokratischen Institutionen und Prozesse selbst. Und dazu wiederum zählt unter anderem die Regelung, das Präsidium des Nationalrats nach der Stärke der im Parlament vertretenen Parteien zu besetzen. Diesem Kommentar kann ich mich gerne anschließen. Zu Martin Graf aber schon auch noch eine direkte Bemerkung. Martin Graf besetzt immer wieder einmal extrem rechte politische Positionen. Das ist nicht meins, das ist nicht unsers, das ist seins. Er ist aber jetzt auch zusätzlich Vorwürfen ausgesetzt von dieser alten Dame und ihren Freunden. Vorwürfen kann jeder von uns sehr schnell einmal ausgesetzt sein. Und wir erleben es in der jüngsten Vergangenheit sehr häufig, dass der Vorwurf zum politischen Instrument, einen Satz noch, Frau Präsidentin, zum politischen Instrument gemacht wird. Ich sage Ihnen ganz klar, ich würde Martin Graf heute nicht mehr wählen. Ich würde dieselbe Vorgangsweise wählen als Clubobmann, war ich damals nicht, der FPÖ vorzuschlagen, einen anderen Kandidaten zu nominieren, weil sich meine Fraktion wahrscheinlich oder viele schwer täten, ihn zu wählen. Aber ich bleibe dabei, die Ämter müssen vor politischer, das Amt des Nationalratspräsidenten muss vor politischer Willkür geschützt bleiben. Unser Vorschlag ist der einzige, der dem gerecht wird. Dass die drei Nationalratspräsidenten nicht abberufen werden können, sei grundsätzlich ein Fehler, sagt der Clubchef der ÖVP Karl-Heinz Kopf. Das Amt müsse aber grundsätzlich vor politischer Willkür freigehalten werden.